Reinhard Evers, Präsident des Karnevalsvereins Tatar Budjadingen, begrüßte rund 400 Gäste der beiden Punktsitzungen im Buhaver Rathaussaal. Rund 70 Akteure auf der Bühne präsentierten den meist kostümierten Närrinnen und Narren eine dreistündige Show aus Büttenreden, Sketchen, Comedy und Tanzdarbietungen. Dabei nahmen sich die Karnevalisten nicht nur der allgemeinen Alltagsprobleme an, sondern auch die große und kleine Politik wurde aufs Korn genommen. Mit tollen Choreografien rissen mehrere Tanzgruppen das begeisterte Publikum von den Stühlen, das immer wieder nach Zugaben verlangte. Anlässlich des runden Geburtstages, es war die 20. Session des Karnevalsvereins Tatar, weihten die Jecken Budjadingens erste mobile Badeanstalt ein.